Hallo, herzlich willkommen heute zu einem neuen Format Walk and Talk mit Jürgen Höller. Hier in meinem Lieblingswald, direkt vor meiner Haustüre. Und heute habe ich ein Thema für euch mitgebracht, nämlich 6 Tipps, wie du negatives Denken loswirst. Und wir starten gleich mit dem ersten Tipp, nämlich das Dankbarkeitstagebuch. Was heißt das? Nun, ich habe sehr viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die sehr erfolgreich waren. Von Arnold Schwarzenegger über Sportler, über Politiker, über Unternehmer, über Künstler. Und all diese Menschen in der Regel sind äußerst dankbare Menschen. Das heißt, sie sind dankbar, wenn sie gläubig sind, dem lieben Gott, oder sie sind dankbar dem Universum. Und sie wissen, dass es einfach ein Privileg ist, dass sie eben diesen Erfolg und dieses Glück auch bekommen haben. Und das propagieren sie jeden Tag. Und die allermeisten nicht so erfolgreichen Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben von dieser Übung keine Ahnung. Und deshalb mein Tipp als Nummer 1, führe ein Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, wenn du abends zu Bett gehst, schreibe dir 3 Punkte auf, für die du an diesem Tag dankbar bist. Mindestens 3 Punkte, es können gerne auch mehr sein. Und mache dir bewusst, was an diesem Tag war positiv. Und als ich in meiner größten Lebenskrise steckte, 2002 und 2003, und alles verloren hatte, oder fast alles verloren hatte, was ein Mensch verlieren kann, habe ich diese Übung ebenfalls jeden Abend durchgezogen. Und jeden Abend bin ich ein bisschen zufrieden eingeschlafen, im Bewusstsein, ich bin heute satt geworden, ich hatte ein Dach über dem Kopf, meine Familie ist satt geworden und wir alle als Familie waren gesund. Allein wenn wir diese Dinge uns jeden Abend bewusst machen, dann wissen wir, es geht uns besser als Milliarden von anderen Menschen auf dieser Welt. Der zweite Tipp ist, meditiere täglich 15 Minuten. Nun, was heißt Meditation? Ich habe für mich eine spezielle Form von Meditation entwickelt. Das heißt, ich bete, wenn ich es schaffe, jeden Tag 15 Minuten. Und ich bete aber nicht so, wie ich es als katholischer Junge gelernt habe. Das heißt, mit festgesetzten Formeln und Ritualen. Sondern ich spreche quasi in meinen Gedanken mit Gott, mit dem Universum. Ich erzähle meine Probleme. Ich bitte um Antworten. Ich höre in mich hinein. Das heißt, ich gehe quasi in eine Art Kontemplation. Und dabei bin ich natürlich sehr ruhig. Das heißt, ich sitze irgendwo, ich mache die Augen zu oder ich lege mich mal ein paar Minuten auf meinen Lieblingsplatz, vielleicht im Sommer auf meiner Terrasse, auf mein D-Bett, und ich werde ruhig und dann gehe ich hinein in dieses Gebet, ich gehe hinein in diese Meditation. Ich stelle mir dann für diesen Tag oder für den nächsten Tag vor, wenn ich eine Herausforderung habe, zum Beispiel ein Power Weekend mit 10.000 Teilnehmern in München, dann stelle ich mir vor, wie ich in diese Olympiahalle hineinkomme. Ich stelle mir vor, wie 10.000 Menschen mich begeistert empfangen. Ich stelle mir in meinen Gedanken vor, wie ich einen super Vortrag halte, ein super Seminar durchführe. Ich stelle mir vor, wie die Menschen begeistert sind und das Wissen mit nach Hause nehmen und umsetzen und wie dieses Power Weekend ein riesiger Erfolg nicht nur für mich und für Mike Diersen, meinen Co-Trainer, war, sondern ich stelle es mir vor, wie es ein riesiger Erfolg ist für alle 10.000 Menschen, die in der Halle anwesend waren. Und diese Mischung aus Gebet, aus innerer Kontemplation, aber eben auch aus der Vorstellung, der Visualisierung des nächsten Tages oder des laufenden Tages, das ist für mich so ein tägliches Ritual, das mir unglaublich viel positive Energie gibt und die dafür sorgt, dass alle negative Energie verschwindet. Der dritte Tipp, den ich dir gebe, um negative Gedanken loszuwerden, ist deine Körpersprache. Jetzt werden sich einige denken, Körpersprache, was soll das, warum Körpersprache? Nun, Forscher von der Universität Irvine in Kalifornien haben festgestellt, dass unsere Körpersprache und das Gefühl, das wir im Inneren besitzen, also unsere Emotion, dass also Körper und Geist immer eine Einheit sind. Und das erinnert mich auch an meine Ausbildungen bei Professor Sami Molcho, einem der größten Pantomimen in der Geschichte der Menschheit und dem Körpersprache-Experten überhaupt, aber auch an meine Ausbildungen aus dem NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Und immer wieder stoße ich auf diese Tatsache, dass Körper und Geist eine Einheit sind. Ich will mal ein Beispiel geben. Wenn ich jemandem sage, pass auf, meinetwegen, ich habe ein Seminar mit 1.000 oder 2.000 Teilnehmern, du, Hans Müller, gehst jetzt nach vorne auf die Bühne und hältst jetzt mal einen 3 Minuten spontanen Vortrag über den Stuhl, der vorne steht, dann werden wahrscheinlich 80% der Teilnehmer in blankes Entsetzen ausbrechen. Sie werden Schweiß ausbrechen.
Schweißausbruch haben und ihre Knie klatschen Beifall. Warum? Weil ihr Geist sagt, ach du lieber Gott, ich kann nicht vor Menschen reden. Ach du lieber Gott, ich bin nicht so frei, ich bin kein guter Redner und schon gar nicht in einer spontanen Rede. Das heißt, fast 80% aller Menschen haben panische Angst, vor einer großen Gruppe von Menschen zu sprechen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden auffordere, du gehst nach vorne und hältst einen Vortrag, dann verändert sich ihr Mind, ihr Geist ins Negative. Und jetzt passiert Folgendes, ihr Körper verändert sich automatisch mit. Das heißt, sie bekommen Schweißausbruch, sie bekommen rote Flecken, ihre ganze Körpersprache wird unsicher. Wenn sie dann stehen vorne auf der Bühne, dann haben sie keinen ruhigen Standpunkt, sondern sie sind unsicher, ihre Gestik ist fahrig, sie haben keine starke Körpersprache. Warum? In dem Moment, wo wir den Mind verändern, den Geist, zieht der Körper hinterher. Nun ist es aber so, wenn immer Körper und Geist eine Einheit bilden müssen, also immer kongruent sind, bedeutet es im Umkehrschluss, wenn ich meinen Körper verändere, meine Körpersprache verändere, verändere ich automatisch auch mein Gefühl und damit mein Mind, mein inneres Gefühl, mein Mindset. Das heißt, die Universität Urban hat festgestellt, depressive Menschen haben eine ganz typische Körpersprache. Das heißt, sie stehen gebeugt, die Schultern gehen nach vorne, das Gesicht, der Blick geht nach unten, ja. Sie haben eine flache Atmung, nur in dem Brustbereich. Und das ist die Atmung, also das ist die Körpersprache, die sie haben, wenn sie depressiv sind. Und wenn man einem depressiven Menschen seine Körpersprache verändert, ihn aufrecht hinstellen lässt, die Schultern nach hinten zieht, ihn tief und langsam über den Bauch atmen lässt, die Mundwinkel nach oben zieht, die Arme nach oben nimmt, ist jede Depression sofort weg. Und an dieser Universität haben sie Experimente durchgeführt und festgestellt, dass man dann mit den Menschen, die depressiv sind, erst richtig auf der psychologischen Ebene arbeiten kann. Was heißt das jetzt für dich, für die Umsetzung? Nun, wenn negative Gedanken kommen, das heißt, wenn dein Mind sich negativ entwickelt, hast du immer auch eine negative Körpersprache und dann gehst du einfach in eine positive Körpersprache. Wenn ich beispielsweise, ich habe keine Lust zu arbeiten oder ich bin aufgeregt vor einem Seminar. Wenn ich beispielsweise hinter der Bühne stehe und ich bin ein bisschen aufgeregt, da draußen warten 10.000 Menschen, dann stelle ich mich dorthin, ich drücke also meinen Brustkorb heraus, ich nehme die Schultern nach hinten, ich nehme den Kopf hoch, ich ziehe die Mundwinkel hoch, ich mache eine starke Körperhaltung, ich nehme vielleicht ein paar Fäuste und sage, ich schaffe das und bam, sofort habe ich mehr Energie, alle negativen Gedanken sind verschwunden und ich habe positive Energie. Spreche über deine Probleme. Just heute, als ich diese Aufnahmen hier im Wald mache, habe ich heute früh eine Botschaft bekommen, die äußerst negativ war. Es ist was schiefgelaufen, es ist eine furchtbare Katastrophe im Unternehmen passiert und so weiter und so fort. Und du kannst dir vorstellen, natürlich, dass dann meine Emotion und mein Gefühl eher ins Negative ausgeschlagen hat und das keine gute Voraussetzung ist, jetzt hier die Aufnahmen zu machen. Was tue ich also? Ich unterhalte mich über meine Probleme. Das heißt, ich nehme meine Frau, meinen wichtigsten Partner, meinen wichtigsten Freund und ich spreche mit Kerstin über meine Probleme und manchmal hat sie eine Lösung, manchmal aber auch nicht. Aber alleine das Sprechen über die Probleme sorgt dafür, dass viel von der negativen Energie weggeht. Oder ich rufe meine wichtigsten Mitarbeiter an, ich sage, kommt mal schnell rüber, wir haben ja ein Riesenproblem auf den Tisch bekommen, wir müssen das lösen, aber ich schaffe es nicht alleine, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann kommen meine drei wichtigsten Mitarbeiter, wir beratschlagen uns, wir diskutieren und plötzlich haben wir eine Lösung, plötzlich haben wir in der Gemeinschaft eine Lösungsmöglichkeit entwickelt. Das heißt, sprich über deine Probleme und meistens werden die Probleme schon viel kleiner dabei. Fünfter Tipp, das ist die Kraft der positiven Autosuggestion. Autosuggestion bedeutet Auto selbst und Suggestion ist die Beeinflussung. Und zusammengesetzt heißt das übersetzt die Selbstbeeinflussung. Nun, diese Methode ist sehr alt. Die alten Ägypter haben sie bereits vor einigen tausend Jahren beim sogenannten ägyptischen Tempelschlaf eingesetzt. Das heißt, die Kranken gingen abends in die Tempel, haben den Priestern von ihren Problemen, von ihren Krankheiten, von ihren Schmerzen erzählt. Und die Priester haben dann, wenn sie sich nachts schlafen gelegt haben, die Kranken, haben die Priester sie für eine halbe Stunde leise positiv beflüstert. Und das gilt so als der Ursprung der Suggestionstechnik. Im Unterschied dazu aber ist die Autosuggestion eine Selbstbeeinflussungstechnik und zwar mittels Sprache. Wenn wir selber laut sprechen, dann hören wir auch das, was wir selber sprechen. Das heißt, über den Kanal des Ohrs geht es wieder als Information in das Gehirn hinein. Und für das Gehirn macht es keinen Unterschied, ob wir etwas von einem Dritten hören oder von uns selbst. Für das Gehirn ist es eine Information, die gespeichert wird. Und die permanente Wiederholung von bestimmten
bestimmten Informationen führt dazu, dass diese Information im Gehirn, ja, auf dieser neuronalen Verbindung, wo diese Information abgelegt wird, diese Verbindung immer dicker und dicker und dicker wird, bis wir schließlich einen Automatismus entwickeln, bis wir schließlich entweder einen körperlichen Automatismus entwickeln oder einen Denkautomatismus. Das heißt, plötzlich denken wir in bestimmten Bahnen und wir wissen gar nicht warum. Und deshalb ist diese positive Autosuggestionstechnik so wirkungsvoll. Stell dich einmal am Tag vor den Spiegel, zum Beispiel in deinem Badezimmer, nimm dir einige Suggestionen, die positiv sind, und schau dir tief in die Augen und sprich dir immer wieder mit voller Emotion diese Emotionen positiv vor. Nun, von manchen Menschen, die keine Ahnung von diesen modernen wissenschaftlichen Techniken haben, werden sie belächelt, aber diejenigen, die sich ein bisschen tiefer damit beschäftigen und es anwenden, haben ungeahnte Erfolge. Ich mache das seit mittlerweile über 30 Jahren mit sehr, sehr gutem Erfolg, denn es ist eine Technik, die alle negativen Gedanken zum Verschwinden bringt und mich selber zum positiven Menschen macht. Und damit kommen wir zum sechsten und letzten Tipp, wie du alle negativen Gedanken zum Verschwinden bringen kannst, nämlich Sport, Bewegung und das vor allen Dingen in der Natur. Ich habe nicht zufälligerweise hier diese Location ausgesucht. Es ist der Wald direkt gegenüber von meinem Privathaus. Und viele, viele Jahre bin ich jeden Tag hier mehrmals mit meinem Hund Gassi gegangen. Und noch heute ist es für mich ein Ort der Kraft, ein Ort der Ruhe, ja, ein Ort der positiven Energie. Und immer, wenn ich so einen kleinen Waldspaziergang mache und mir einfach dieses Wunder der Natur anschaue, die Energie der Bäume in mich aufsauge, dann spüre ich plötzlich wieder neue Kraft, neue Frische. Und alle negativen Gedanken werden plötzlich kleiner oder verschwinden. Und was noch wichtig ist, bewege deinen Körper. Wissenschaftler haben festgestellt, bei verschiedensten Untersuchungen auf der ganzen Welt, jedes Mal, wenn wir uns bewegen, schüttet der Körper einen Hormoncocktail aus, der dafür sorgt, dass wir uns besser fühlen, dass wir mehr Energie haben, dass wir uns glücklicher fühlen und dass die negativen Gedanken schließlich zum Verschwinden gebracht werden. Also beweg dich regelmäßig 3-4 Mal die Woche und vor allen Dingen geh hinaus in die Natur, ob du nun zum Baden gehst, zu einem See, in den Wald, ob du auf den Bergen wanderst, suche einfach die Natur und sauge ihre positive Energie auf. Das war's für den heutigen Beitrag. 6 Tipps, wie du alle negativen Gedanken zum Verschwinden bringst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und komm in die Umsetzung, denn du weißt, Erfolg buchstabiert man T-U-N. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.